Heck yeah! Ja, so kenn ich meine Rivalen. Oh shit. Na dann, auf geht's. Digga, wie groß ist das Ding? Digga, wie groß? Das ist es? Dieses Mistgestalt-Ding? Das sieht aus wie Knochendinger. Digga, das Ding sieht überhaupt nicht schön aus. Seid ihr einfach trotz aller Gefahren gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da bin ich echt platt. Hopp und Maike, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht anders maximieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit Endynalos zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Endynalos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit einem Pokéball fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, ist Jam Time! Er kriegt sich schon, oder? Eins. Was? Was? Oh shit. Das Ding hat sogar den Pokéball zerstört und greift mich jetzt an. Aber ich habe sogar keinen Meisterball. Endynalos erscheint. Also ich soll jetzt nicht besiegen, ne? Kann ich überhaupt angreifen? Ich glaube, ich kann nur noch Pokéball werfen, oder? Ja, wow! Der versucht zu fangen, während es auf Level 60 ist, Alter. Und volle Heilung hat. Digga. Das wird nicht so einfach mit einem Pokéball. Dass du überhaupt einmal gewackelt hast, das ist ein Wunder. Oh, es ist Typ Drache. Okay. Oh, genau, dann verbrenne ich, ey. Oh, was ein Rotz. Digga. Ist das Typ Feuer? Ich würde es nicht zu sehr schwächen. Okay, ist nicht sehr effektiv, passt. Weil das ist ja nur Level 50. Und ich würde es definitiv nicht besiegen. Ich würde es schon halt gern fangen. Oh, ich bin tot. Nächstes Level 60, okay, dann. Habe ich nichts gesagt wollen. Oh, ich habe mich nicht geheilt. Ich dumm. Top-Genesung. Damit die Verbrennung gleichzeitig weggeht. Wir wollen es schwächen. Bis es bei Rot ist. Und dann in unseren wunderschönsten Meisterball, Hyperball ever. Wird fuck. Okay. Was? Warum kann ich den Ball nicht besetzen? Kannst keinen Ball werfen? Ich soll es besiegen? Bitte schön, wie ihr meint. Jetzt habe ich es besiegt. Okay, das war gewollt. Es lebt noch? Ich hab's doch besiegt. Digga, was? Was passiert hier? Digga, Quasar oder was passiert hier? What? Dynarate! Das ist jetzt so ein Scherz! Das Ding hat eine Giga-Dynamax-Form. Wow, was für ein Koloss! Das haben wir allein nicht, Maike. Kämpfen gemeinsam!
Digga, WTF! WTF! Ich dachte mich nicht mal. Oh mein Gott, wow. Ich bin aber zumindest voll geil. Mein Team auch? Okay, das immerhin. Danke. Danke, Entwickler. Ihr seid lieb. Hackwaubitze. Was? Was denn alles? Ich kann keine Attacken einsetzen. Ich auch nicht. Stimmt ja, wir haben doch im Schwimmerwald ein Schwert und ein Schild gefunden. Ja, keine Ahnung. Maike, nimm das Schild! Oh, was willst du? Es ist zwar alt und rostig, aber für irgendwas muss es ja gut sein. Verstanden! Und sie erscheinen wieder zum Leben. Was sag ich denn, sieht so süß aus. Wow, Samazenta ist auch richtig cool. Oh nein, wir werden sterben! Doch nicht! Sie erscheint zur Hilfe! Was? Was passiert da? Sie fusionieren! Und geben Sascha und Samazenta neue Kraft! Sie werden nun zu ihren Boxform. Also die Form aus der, auf der Box. Damn! Die kämpfen einfach mit! Angriff von Sascha's steigt. Verteidigung von Samazenta steigt. Oh oh, ein Zwinger! Ist das cool! Präzisionsschutz! Schuss! Jaula! Oh, danke! Super! Das ist eine richtig OP-Attacke eigentlich, Jaula! Vor allem im Multiplayer, also mit mehreren Pokémon, ich meine Doppelkampf oder so. Das ist mega OP. Deiner Wurm, was? Oh shit! Zwolok, pass auf! Das war nicht mein Zwolok, aber still! Hilfe! Piu! Was? Oh! Dank Sascha, Samazenta können wir wieder Attacken ersetzen, jetzt geht richtig los! Ja, aber ich sollte meinen Pokémon wechseln. Risikotackle? Nein, mach das doch nicht! Digga, du stirbst! Nein, die kämpfen aber nicht mit. Wir müssen es alleine schaffen. Ich würde sagen, Kursi. Ich hab dich nämlich ganz doll lieb, Kursi. Und dieser wichtige Moment, den schenke ich dir. Die Musik ist so geil. Dieser Moment ist so geil. Die Cutscene, Alter. Episch. Gigantenhieb! Oh, yo! Der kämpft doch mit! Damn! Boah! Gigantenstoß! Yo! Übertreib! Oh, ist das der Dash? Ja, ist der Dash! Bats! Damn, boah! Dünnerbrand! Oh, 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 oh! Digga, das Vieh kann auch sterben? Ey, was passiert, wenn Sascha und Samazenta kaputt sind? Haben wir dann verloren? Das Sonnenlicht wird stärker. Mach doch kein Risikotackle, du schwirbst.
Setzen wir mal Juwelenkraft ein. Gigantenhieb nochmal. Alter, sieht das geil aus. So episch. Yo, es ist im gelben Bereich, Leute. Es ist im gelben Bereich. Gigantenschuss. Yes. Hiya! Deiner Wurm. Nein, Swallow! Verdammt. Angriff sinkt. Aber haben wir noch ein weiteres Bummer, ne? Uff. Relaxo. Cremi. Du hast auch sehr viel getan. Du hast uns immer aus der Patsche geholfen. Du musst auch einen Beitrag leisten. Ganz dringend. Ein Volltreffer. Es ist im roten Bereich. Was passiert, wenn man hier verliert? Ist dann Gala verloren? Was? Was passiert hier? Oh. Oh, nice. So. Silimbri, Monotini haben es auch verdient, aber wir haben keine Zeit. Deshalb entscheide ich mich für Zwolok. Damit wir alle gerade robuste Pokémon hier draußen haben. Na gut, was mit Sascha ist, weiß ich nicht. Yaola, nice. Also nochmal ein Angriffsboost. Oh, damn. Knuscher! Bam! Es ist fast dort! Es ist fast dort! Was macht es? Oh. Ich finde die Form auch so hässlich. Relaxo! No! Armes Relaxo. Ich nicht weinen. Nicht weinen. Okay. Silimbrim und Houtini müssten jetzt eigentlich draußen sein. Aber es wird ja jetzt eh verlieren, das Vieh, das wird jetzt eh sterben. Von daher, aber ich bin euch allen dankbar aus meinem Team. Ihr habt alle tapfer gekämpft. Und nun retten wir Gala. Jetzt, Maike, stopp die Entidalos! Nicht fangen! Nee, ich will es nicht fangen, kein Bock! Machen wir mal einen ganz normalen Hyperball. Bitte bleibt's im Ball! Wenn nicht, dann bin ich so abgefuckt! Pokéball, go! Eins. Zwei. Wie episch das aufgebaut wurde. Es ist drin!
Wir haben die finstere Nacht beseitigen können. Vielen Dank, Sashian und Summer Center. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Score City. Jetzt kommt der Champ-Kampf doch noch. 3 Tage später. Boah. Wie bitte? Was hat sich tatsächlich gestellt? Sachen gibt's. Das hätte ich nicht erwartet. Ich schon. Was blieb ihm auch anderes übrig? Dieses ganze Chaos geht allein auf seine Kappe. Er war es schließlich, der Endynalos entdeckt hat. Puh, ich hab geschlafen wie ein Kleinstein. Dass es nicht in dieser Gen gibt. Seit diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Ohne die Hilfe von Summer Center und Sashian hätten wir Endynalos nie besiegen können. Nur Delion scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das Champ-Match gegen dich, das er heute nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz himmelig vor Freude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Euer Kampf findet natürlich im Score-Stadion statt. Wo auch sonst. Auf geht's! Und ich krieg Summer Center nicht? Okay. Endlich ist es Zeit für das Finale. Da ist Challenger Maike. Pa. Yeah. Oh oh, das wollte ich nicht. Doch, das wollte ich. Score Stadium, das sollte sein. Ich nehme jetzt insgesamt 50 Minuten gerade auf. Eigentlich müsste ich auf 60 Minuten machen, damit ich 2 Folgen draus habe, aber... Ich weiß nicht. Und ich merke es jetzt. Hier links ist eine Pokémon Center. Habe ich hier schon mit den Leuten geredet? Oh. Ja, habe ich. Erinnere mich. Pff. Sorry, Leute. Ich bin dumm. Sorry, dass ich immer so weit weggerannt bin. Ich habe es nicht gecheckt. Okay. Puh, was eine Folge, oder? Vielleicht wird diese Folge einfach kürzer. Weiß es noch nicht. Die Entscheidung rückt näher. Ich bin so aufgeregt. Da ist Maike. Ist das nicht unser Fan? Oh Gott, die Aufregung. Los, du schaffst das. Stark und unbesiegbar, die allerbeste Maike. Krieg ich ein Autogramm? Klar, komm her. Da ist Challenger Maike. Yeah. Maike. Ein Hoch auf dich, Maike. Was steht da oben? Maike. Mach dich dann fertig. Ich weiß, dass du es schaffst. Die ganze Welt fiebert bei diesem Kampf mit. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnen wird. Endlich ist es Zeit für den entscheidenden Kampf. Du bist schon so weit gekommen. Jetzt muss es einfach gewinnen, Maike. Besiege den unschlagbaren Delion und läute eine neue Ehre ein. Das werde ich. Aber erst in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Ich bin am Überlegen, was ich jetzt währenddessen mache. Weil die Folge ist etwas zu kurz. Hier wird unser Kampf aufgetragen. Wenn ich da durchgehe. Nochmal mich speichern. Man kann die Geschmuck speichern. Ja. Wir haben noch Liga-Karten, die wir uns anschauen wollen. Da haben wir Ness, Mel, Neo, Mary, Max, Roy, Papella, aber hatte Max gerade eine 69? Betis, Rose, Kabu, Kate, Delion, Jaro, Hopp. Und Max, alte Karte.
Yeah. Super. Und da ist meine Karte. Yeah, super. Mhm. Ich würde sagen, einmal campen wir noch. Ich liebe mein Team. Ihr seid super. Komm mal her. Komm her. Als ob es immer noch genauso langsam ist. Ihr habt Spaß? Süße. Komm her. Hm? Dich meine ich. Komm mal her, komm, 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 komm. Oh, Digga, die braucht ja auch so mega langsam. Boah. Pokusan. Er sagt mir nicht, die braucht auch so lang. Hört sich an, als hätte ich sie irgendwie Stöckelschuhe an. Kraft an! Nice! Für kurz. Wie mache ich das? Kommt sie noch? Ich weiß es nicht. Okay, komm, reicht. Ich will gerne, dass du kommst. Guck mal, wie es sich freut. Es ist so süß. Komm schon. Schaffst es. So, sobald Cosi da ist, werden wir kochen und danach die Folge beenden. Wird eine kurze Folge. Ja, was halt kurz. Es gibt halt nicht mehr viel, was zu machen ist. Ich werde auf jeden Fall irgendwann nach dem Let's Play den Curry Decks vollfüllen und euch alle zeigen, die ich im Let's Play, oder ich werde allgemein alle zeigen, glaube ich sogar. Ist in Spiellaune. Wie geht's? Lass uns spielen. Oh, wie es sich freut! Na komm, greif an. Wir müssen üben. Das ist jetzt der alles entscheidende Kampf. Nice. Noch mehr, du schaffst noch mehr. Yeah. Noch mehr? Na komm, hier oben. Kriegst du es? Nice. Hier unten? Kriegst du das? Ja. Gut gemacht, Süße. Mhm. Jetzt werden wir kochen. Okay. Das darf heute sein. Ich würde sagen, wir machen ein paar Kartoffeln. Kartuschki. Und dann nehmen wir eine Amarena-Beere, eine Silbeere, eine Labrusbeere, eine Birsefbeere, eine Persimbeere, eine zwei Zitrobeeren, eine Tahai-Beere, eine Rospelbeere. Und dann machen wir noch irgendwas random. Hier, das hier passt schon. Perfekto. Und Kartuschki. Oh, Intellion hat schon Hunger, aber er kommt nicht durch. RIP. Ich drück so schnell, ich kann. Wieso kommt das Feuer nicht schneller? Ich drück echt so schnell, ich kann, Digga! Oh Gott! Ich mach so schnell, wie ich kann. Ich glaube, das ist am besten. Na komm. Na komm, na komm, na komm, na komm! Das wird lecker! Das wird super, Leute. Vertraut mir, ich bin Profi. Komm. Yes! Jetzt! Yes! Perfekt! Perfekt! Nice! Guten Appetit!
Oh, Lammlust. Scharfes Kartoffelcurry. Ja, es war sehr gut. Gute Klasse, Patinaraya. Hä? Okay. Super. Wie es umgehoppelt ist. Cremi kriegt ein Level up. Krass. So, bevor wir die Folge beenden, wir wollen nämlich auf, ich will meine Aufnahme jetzt auf eine Stunde trecken, die ist jetzt fast auf eine Stunde, deshalb, ja. Wir haben noch ein paar IP-Bonbons, Leute. Nicht vergessen. Okay, das war das falsche Pokémon. Ah, Kursi wollte ich es geben. Nice! Level 58 für Kursi. Hatten wir noch bessere? Wir hatten noch Sonderbonbons. Routini. Ich würde sagen, ich gebe Routini Sonderbonbon. Auch wenn das... Ja, war teilweise Verschwendung. Nicht so unbedingt. Silenbrim. Unbedingt Silenbrim. Zu risky, glaube ich. Lass lieber einen Sonderbonbon einsetzen für Silenbrim. Zweimal. Oder? Oh, verdammt, war dumm. Egal, passt. Passt schon, Leute. Regt euch nicht auf. Ist okay. Okay. Aber sonst noch was? Ich weiß nicht, was ein Häubchen macht. Weiß nicht, ob sich das lohnt oder nicht. Mhm. Interessant. So, TMs wollen wir noch anschauen. Zauberblatt. Das wäre was. Aber es ist zu schwach, glaube ich. Irrlicht. Wäre auf jeden Fall in meinem Kopf. Vielleicht werden wir benutzen. Schauen. Ich glaube, ich mache nichts davon. Weil das wäre jetzt, glaube ich, zu seltsam, wenn ich jetzt auf einmal wieder neue Attacken habe. Deshalb weiß ich, dass ich das Ende hier die letzten 10 Minuten wenig langweilig gestalte. Aber das soll euch ja nicht dran hindern, das Video nicht zu liken. Das Video war nämlich bestimmt super für euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne positive Bewertung da. Abo da lassen. Ich hoffe, dass das jetzt auf 30 Minuten gestreckt. Nee, alles gut, Leute. Wir werden in der nächsten Folge sofort gegen Dino kämpfen. Kein Rückblick mehr, kein Rückzieher. Wir werden instant gegen ihn kämpfen. Das, was wir vor 2 Folgen eigentlich machen wollten. Haut rein.